Geschichten über Wut und Vergebung. Wut. Wut ist keine kluge Reaktion. Weise Leute sind glücklich und glückliche Leute verspüren keine Angst. Wut ist eine völlig irrationale Angelegenheit. Als ich einmal mit unserem Klostergefährt neben einem anderen Auto an einer roten Ampel stand, hörte ich, wie der Fahrer das Verkehrslicht beschimpfte. »Du blöde rote Ampel, du wusstest ganz genau, dass ich eine wichtige Verabredung habe und schon spät dran bin. Und dann lässt du Schwein das Auto vor mir gerade noch durch und hältst mich auf. Und das nicht zum ersten Mal.« Er maßregelte die Ampel, als hätte sie eine Wahl gehabt. Er fühlte sich persönlich angegriffen. Die Ampel hatte es auf ihn abgesehen. Aha, da kommt er wieder. Ich weiß, dass er sich verspätet hat. Wie schön. Und jetzt lasse ich das eine Auto noch durch und dann ärgere ich ihn. Rot, stopp, haha. Jetzt habe ich es ihm aber gezeigt. Eine Ampel kann bösartig erscheinen. Aber letztendlich ist es nur eine Ampel. Und was kann man von ihr schon anderes erwarten, als dass sie regelmäßig die Farbe wechselt? Ich stellte mir vor, wie dieser Mann nach Hause kam und seine Frau ihn anfuhr. »Du verdammter Egoist! Du weißt doch, dass wir eine wichtige Verabredung haben, bei der wir uns nicht verspäten dürfen. Du wusstest, dass du pünktlich sein musstest. Aber nein, natürlich war da noch etwas Unaufschiebbares, das dir viel wichtiger war als ich. Du mieses Schwein, ärgern wolltest du mich, klar, und das nicht zum ersten Mal.« Sie beschimpfte ihren Ehemann, weil sie davon ausging, dass er ihr absichtlich in die Quere gekommen war, und unterstellte ihm folgende Gedanken. »Aha, ich habe diese blöde Verabredung mit meiner Frau, aber die ist mir nicht so wichtig. Da kümmere ich mich doch lieber erst um diese andere Person. Ich werde mich verspäten. Ja, haha, wie schön. Verspäten, das wird es ihr zeigen.« Ehemänner können bösartig erscheinen, aber sie verhalten sich eben wie Ehemänner. Was sollte man denn von ihnen auch anderes erwarten? Man kann jede Menge vergleichbarer Vorfälle aufzählen, die allemal Zorn erzeugen. Die Gerichtsverhandlung. Um seiner Wut freien Lauf zu lassen, muss man sie erst vor sich selbst rechtfertigen und sich davon überzeugen, dass eine solche Reaktion der Situation auch angemessen ist. Eine derartige geistige Verfassung ist wie eine Gerichtsverhandlung, die sich im eigenen Kopf abspielt. Der Angeklagte wird im Geiste dem Richter vorgeführt. Der Staatsanwalt sind Sie. Natürlich sind Sie felsenfest von der Schuld des Angeklagten überzeugt, aber Sie müssen ihn überführen und dem Richter, also Ihrem Gewissen, Beweise liefern. Also fangen Sie mit einer klaren Rekonstruktion des Verbrechens an. Sie werden folgern, dass der Tat des Angeklagten Boshaftigkeit, Falschheit und grausame Absichten zugrunde legen und Sie graben tief in seiner Vergangenheit, um Ihr eigenes Gewissen davon zu überzeugen, dass der Angeklagte wirklich keine Gnade verdient. Bei einem echten Prozess steht jedem Angeklagten ein Anwalt zur Seite, der Punkte zu seiner Verteidigung anführen darf. Doch bei dieser Verhandlung, die in Ihrem Kopf stattfindet, geht es Ihnen ausschließlich darum, Argumente zur Rechtfertigung Ihres Zorns anzuführen. Sie wollen weder mitleiderregende Entschuldigungen noch unglaubwürdige Erklärungen oder gar eine schwache Bitte um Vergebung hören. Der Anwalt der Verteidigung ist zum Schweigen verdonnert. Mit Ihrer einseitigen Argumentation entwerfen Sie ein überzeugendes Bild. Das reicht Ihnen völlig, denn nun kann Ihr Gewissen laut brüllen, »Schuldig!« Sie fühlen sich jetzt im Recht und dürfen auf den Delinquenten richtig wütend sein. Vor vielen Jahren konnte ich genau diesen Vorgang in meinem eigenen Kopf verfolgen, wenn ich aufgebracht war. Doch irgendwann kam mir dieser Prozess unfair vor, und so beschloss ich, vor dem nächsten Wutanfall innezuhalten, um den Verteidiger zu Wort kommen zu lassen. Ich ersann mögliche Entschuldigungen und plausible Erklärungen. Dann dachte ich daran, wie schön Vergebung sein könnte, und plötzlich entdeckte ich, dass mir mein Gewissen keinen Schuldspruch mehr erlaubte. Es war unmöglich geworden, das Verhalten des anderen unfair zu beurteilen. Meiner Wut war der Nährstoff entzogen. Sie verhungerte und starb. Das endlose Retreat.
Unsere Wut wird oft durch eine frustrierte Erwartungshaltung ausgelöst. Wir werden beispielsweise zornig, wenn wir uns selbst mit großem Engagement in ein Projekt einbringen und sich dieses nicht so entwickelt, wie es sollte. Überhaupt, alles, was sein sollte, weist auf eine Erwartung hin und ist eine Zukunftsvorhersage. Inzwischen dürften wir begriffen haben, dass die Zukunft ungewiss und unvorhersehbar ist. Wer sich darauf verlässt, von der Zukunft viel zu erwarten, ein sollte eben, der bringt sich nur selbst in Schwierigkeiten. Vor vielen Jahren lernte ich einen westlichen Buddhisten kennen, der im fernen Osten als Mönch lebte. Er hatte sich in ein sehr strenges, abgelegenes Meditationskloster in den Bergen zurückgezogen. Jedes Jahr fand dort ein 60-tägiges Meditationsretreat statt. Für schwache Geister war das nichts, da es als sehr schwierig und kategorisch galt. Die Teilnehmer standen um 3 Uhr morgens auf und fanden sich schon 10 Minuten später zur Sitzmeditation ein. Der gesamte Tag war in einen 50-Minuten-Takt eingeteilt. 50 Minuten Sitzmeditation, 50 Minuten Gehmeditation, 50 Minuten Sitzmeditation, 50 Minuten Gehmeditation und so weiter. Die Mahlzeiten wurden im Meditationssaal eingenommen, wobei man mit übereinander geschlagenen Beinen an seinem Meditationsplatz saß. Reden war nicht erlaubt. Um 22 Uhr durfte man sich zum Schlafen hinlegen. Aber auch da nur in der Meditationshalle, an der Stelle, wo man den ganzen Tag meditiert hatte. Man durfte durchaus vor 3 Uhr aufstehen, aber keinesfalls später. Die einzige Unterbrechung dieses streng reglementierten Tagesprogramms bestand in der täglichen Befragung durch den furchterregenden Meister. Kurze Toilettenpausen gab es natürlich auch. Nach 3 Tagen empfand der westliche Mönch furchtbare Schmerzen in Rücken und Beinen. Er war nicht daran gewöhnt, so lange in einer Haltung zu verharren, die für einen Menschen aus dem Westen höchst unbequem ist. Er hatte noch 8 lange Wochen vor sich und zweifelte sehr daran, ob er ein derartig langes Retreat überhaupt aushalten könnte. Am Ende der ersten Woche sah es nicht viel besser aus. Die vorgeschriebene Haltung verschaffte ihm Höllenqualen. Wenn Sie jemals ein 10-tägiges Retreat mitgemacht haben, werden Sie wissen, wie schmerzhaft es sein kann. Dieser Mönch aber hatte noch 7,5 Wochen vor sich. Doch er war zäh und wild entschlossen durchzuhalten. Also riss er sich zusammen und ertrug die Qualen von einer Sekunde zur nächsten. Nach 14 Tagen reichte es ihm, da die Schmerzen schier unerträglich wurden und seinem westlichen Körper etwas Unmögliches zumuteten. Mit Buddhismus, dem mittleren Weg, hatte das überhaupt nichts mehr zu tun. Er blickte um sich und beobachtete, dass auch die asiatischen Mönche die Zähne ordentlich zusammenbissen. Sein Stolz ließ ihn nicht aufgeben. Er schaffte weitere 14 Tage, obwohl er das Gefühl hatte, dass sein Körper lichterloh brannte. Sein einziger Trost war der Gong um 22 Uhr. Dann konnte er seinen gequälten Körper ausstrecken und endlich schlafen. Aber es kam ihm so vor, als ob er sich gerade erst hingelegt hätte, als der Gong am nächsten Morgen um 3 Uhr ertönte und ihn zu einem weiteren Tag voller Qualen rief. Nach 30 Tagen sah er einen Silberstreif am Horizont, da er jetzt die Hälfte der Tortur hinter sich hatte. Beinahe geschafft, redete er sich selbst ein. Doch die Tage schienen viel länger zu werden und die Schmerzen in Rücken und Knien noch heftiger. Manchmal hätte er am liebsten losgeheult. Dennoch machte er weiter. Noch 2 Wochen. Noch 1 Woche. In dieser letzten Woche schien sich die Zeit so langsam zu bewegen wie eine Ameise in einer Sirupfütze. Er hatte sich mittlerweile zwar daran gewöhnt, Schmerzen zu ertragen, aber das machte sie nicht weniger quälend. Aber er durfte jetzt doch nicht aufgeben. Das wäre ihm wie Verrat an allem erschienen, was er bisher ausgehalten hatte. Er würde nicht wanken, sondern die Sache bis zum bitteren Ende durchziehen, selbst wenn es ihn umbringen sollte. Und manchmal glaubte er wirklich, dass sein Tod kurz bevorstand. Am 60. Tag erwachte er zum Klang des 3-Uhr-Gongs. Jetzt war es bald vorbei.
Die Schmerzen des letzten Tages waren unbeschreiblich. Es kam ihm so vor, als ob der Schmerz ihn bis dahin nur geneckt hätte und jetzt wirklich zur Sache käme. Obwohl nur noch wenige Stunden übrig blieben, fragte er sich ernsthaft, ob er die Ziellinie erreichen könnte. Und dann brachen die letzten 50 Minuten an. Er saß da und dachte an alles, was er nach einer Stunde, wenn das Retreat endlich vorbei war, tun würde. Ein langes, heißes Bad, eine gemütliche Mahlzeit, reden, herumhängen. Und dann unterbrach der Schmerz alle Gedanken und forderte Aufmerksamkeit ein. Heimlich öffnete er während dieser letzten Stunden die Augen ein wenig, um auf die Uhr zu schielen. Unglaublich, dass die Zeit so schlich. Konnte es nicht sein, dass die Batterie der Uhr ausgewechselt werden müsste? Vielleicht würde die Uhr ja 5 Minuten vor dem angesetzten Ende stehen bleiben. Die letzten 50 Minuten kamen ihm wie 50 Jahrhunderte vor. Aber auch die Ewigkeit hat ja irgendwann ein Ende. Und so war es auch. Der Gong erklang, welch süßer Ton, und kündigte das Ende des Retreats an. Freude wogte durch seinen Körper und verbannte den Schmerz in den Hintergrund. Er hatte es geschafft. Jetzt würde er sich belohnen, her mit dem Bad und dem guten Essen. Der Meister ließ den Gong wieder ertönen, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zu wecken. Er habe eine Ankündigung, sagte er und sprach, dies war ein ganz außergewöhnliches Retreat. Viele Mönche haben enorme Fortschritte gemacht und mir in unseren Privatgesprächen vorgeschlagen, das Retreat um weitere 2 Wochen zu verlängern. Ich halte das für eine großartige Idee. Das Retreat wird also verlängert. Bleibt sitzen. Alle Mönche kreuzten wieder die Beine und setzten sich reglos hin, um 2 weitere Wochen durchzustehen. Der westliche Mönch erzählte mir, dass ihm sein Körper überhaupt keine Schmerzen mehr bereitete. Er beschäftigte sich gedanklich damit, wer wohl diese verdammten Mönche gewesen sein mochten, die eine Verlängerung vorgeschlagen hatten. Und er überlegte, was er mit ihnen anstellen würde, wenn er dahinter gekommen war. Die Strafen, die ihm dazu einfielen, waren alles andere als von mönchischen Gedanken geprägt. Er war ungeheuer aufgebracht, geradezu mordgierig. Noch nie in seinem Leben hatte er solch eine überwältigende Wut verspürt. Plötzlich ertönte der Gong wieder. Es war eine Viertelstunde vergangen, die kürzeste seines Lebens. »Das Retreat ist vorbei«, erklärte der Meister. »Im Refektorium stehen Erfrischungen für euch bereit. Geht hin, aber lasst euch Zeit. Ihr dürft jetzt sprechen.« Der westliche Mönch war völlig verwirrt. »Was ist denn hier los? Ich dachte, dass wir noch 2 Wochen lang meditieren sollen.« Ein älterer Mönch, der Englisch beherrschte, sah seine Ratlosigkeit und sprach ihn lächelnd an. »Alles in Ordnung. Der Meister zieht das jedes Jahr so ab.« Der wutverzehrende Dämon. An der Wut ist so verführerisch, dass wir sie genießen. Ein Wutanfall kann nämlich von einer sehr mächtigen und süchtig machenden Lust begleitet werden. Und was uns Lust bereitet, lassen wir nur ungern los. Doch die Gefahren, die in der Wut lauern, ihre Konsequenzen, sind um ein Vielfaches stärker als die Lust. Wenn wir uns diese bittere Frucht der Wut vor Augen halten und an das denken, was sie ausgelöst hat, werden wir bereit sein, den Zorn loszulassen. Es war einmal ein Königreich, dessen Herrscher für eine kurze Zeit den Palast verließ. Während seiner Abwesenheit betrat ein Dämon den Palast. Er war von atemberaubender Hässlichkeit, stank gotterbärmlich, und seine Worte waren so ekelhaft, dass die Wachen und Palastbediensteten vor Entsetzen erstarrten. So war es dem Dämon möglich, durch die äußeren Räume des Palastes in den Audienzsaal zu gelangen, wo er sich auf des Königs Thron niederließ. Als Diener und Wachen dieses Frevels gewahr wurden, konnten sie sich wieder regen,
»Raus mit dir«, brüllten sie den Dämon an. »Hau ab! Du gehörst nicht hierher. Wenn du deinen Hintern nicht sofort in Bewegung setzt, werden wir ihm mit unseren Schwertern nachhelfen.« Bei diesen ersten wütenden Worten wurde der Dämon gleich einige Zentimeter größer. Sein Gesicht wurde noch hässlicher, der Gestank, den er ausströmte, noch unerträglicher und seine Sprache noch obszöner. Schwerter wurden gezogen, Dolche gezückt und jede Menge Drohungen geäußert. Jedes wütende Wort, jede wütende Tat und sogar jeder wütende Gedanke ließ den Dämon jeweils einen Zentimeter weiter wachsen, ein Stück hässlicher und stinkender werden und entlockten ihm immer schlimmere Worte. Dieser Streit zog sich dahin, bis der König zurückkam und den riesenhaften Dämon auf seinem Thron erblickte. Noch nie zuvor hatte er etwas derartig Widerliches gesehen, nicht mal im Kino. Bei dem Fäulnisgestank, der von ihm ausging, wäre sogar einer Made schlecht geworden. Und die Wortwahl dieses Ungeheuers übertraf bei weitem alles, was man in der übelsten Hafenspelunke am Samstagabend zu hören bekam. Doch der König war ein weiser Mann. Deshalb war er wohl auch König. Er wusste genau, was er zu tun hatte. »Willkommen«, sprach er voller Herzlichkeit, »willkommen in meinem Palast. Hat dir schon jemand etwas zu trinken angeboten?« »Oder zu speisen?« Diese wenigen freundlichen Worte machten den Dämon ein winziges Stück kleiner, weniger hässlich und stinkend, und seine Sprache eine Spur stubenreiner. Die Bediensteten begriffen schnell. Einer fragte den Dämon, ob ihm eine Tasse Tee genehm wäre. »Wir könnten dir Darjeeling, English Breakfast oder Earl Grey anbieten. Oder ziehst du Pfefferminztee vor?« »Der wäre deiner Gesundheit förderlich.« Ein anderer rief sofort den Pizzaservice an und bestellte angesichts des riesigen Dämons gleich eine Familienpizza. Die Küchendiener richteten einen Braten an, einen Teufelsbraten, versteht sich. Ein Soldat ließ sich zu Füßen des Dämons nieder und verpasste ihm eine Fußmassage, während andere Männer die Schuppen auf seinem Nacken massierten. »Das tut aber gut«, dachte der Dämon. Jede Freundlichkeit ließ den Dämon schrumpfen, machte ihn etwas weniger hässlich, nahm etwas von seinem Gestank und seiner schlimmen Rede weg. Noch bevor der Pizzaservice anklopfte, war der Dämon bereits wieder zu der Größe geschrumpft, in der er sich auf den Thron gesetzt hatte. Aber die Freundlichkeiten hörten nicht auf und sorgten dafür, dass der Dämon immer winziger wurde. Bald war er kaum noch zu sehen. Und nach einer letzten freundlichen Hinwendung war er schließlich gänzlich verschwunden. Wir nennen solche Monster wutverzehrende Dämonen. Auch ihr Partner kann manchmal als wutverzehrender Dämon auftreten. Wenn sie dann zornig aufbrausen, wird er sich von einer noch schlimmeren Seite zeigen, hässlicher werden, übler stinken und sie mit bitterbösen Worten überhäufen. Das Problem wird jedes Mal um einen Zentimeter wachsen, wenn sie auf ihn wütend sind, sogar wenn dieses nur in Gedanken geschieht. Vielleicht sehen sie jetzt ein, wo ihr Fehler lag, und wissen, was zu tun ist. Schmerz ist ein weiterer, wutverzehrender Dämon. Wenn wir voller Zorn denken, »Schmerz, geh weg, du hast hier nichts zu suchen«, wächst er einen weiteren Zentimeter und verschlimmert sich. Es ist schwierig, etwas so Hässlichem und Widerwärtigem wie Schmerz freundlich zu begegnen. Aber es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir keine andere Wahl haben. Wie meine vorangegangene Geschichte über meinen eigenen Zahnschmerz zeigt, lässt der Schmerz nach, wenn wir ihn ehrlich und wahrhaftig willkommen heißen. Und manchmal verschwindet er sogar gänzlich. Einige Formen von Krebs sind wutverzehrende Dämonen, hässliche, abstoßende Ungeheuer, die sich unseres Körpers, unseres Throns bemächtigt haben. Es ist völlig natürlich, dass man sie auffordert zu verschwinden. Hau ab, du gehörst hier nicht hin. Wenn alles andere nichts fruchtet, oder vielleicht sogar noch früher, schaffen wir es vielleicht, willkommen zu sagen.
Einige Arten von Krebs ernähren sich von Stress. Darum heißen sie ja wutverzehrende Dämonen. Und diese reagieren sehr gut, wenn der König des Palasts mutig erklärt: Krebs, die Tür zu meinem Herzen ist dir gänzlich geöffnet. Ganz gleich, was du tun wirst, komm rein. Es reicht, ich gehe. Wir sollten bedenken, dass Wut auch andere schlimme Konsequenzen haben kann. Sie zerstört Beziehungen und trennt uns von unseren Freunden. Wie kann es sein, dass wir uns von einem Gefährten für alle Zeiten lossagen, wenn dieser nach einer großen Zahl glücklicher Jahre einen einzigen Fehler macht, der uns schwer verletzt? All die großartigen Zeiten, die wir miteinander verbracht haben, die 998 Backsteine, sind plötzlich nichts mehr wert. Wir sehen nur noch diese eine abscheuliche Entgleisung, die zwei schlecht eingesetzten Backsteine, und zerstören das gesamte Bauwerk. Ist das nicht unfair? Nur wenn Sie einsam sein wollen, sollten Sie Ihren Zorn kultivieren. Ich kannte einmal ein junges kanadisches Ehepaar, dessen Arbeitsverträge in Perth ausliefen. Als die beiden ihre Heimreise nach Toronto planten, kam ihnen der geniale Gedanke, nach Kanada zu segeln. Sie kauften eine hochseetüchtige Yacht und planten gemeinsam mit einem befreundeten jungen Ehepaar über den Pazifischen Ozean nach Vancouver zu fahren. Dort wollten sie durch den Verkauf der Yacht ihre Ausgaben wieder reinholen und mit der erzielten Summe eine Anzahlung auf ihr Eigenheim leisten. Das klang nicht nur aus finanzieller Sicht vernünftig, sondern würde ihnen auch ein Abenteuer bescheren, an das sie ihr ganzes Leben zurückdenken könnten. Als sie heil in Kanada gelandet waren, schickten sie meinem Kloster einen Brief, in dem sie ihre wunderbare Reise beschrieben. Sie erwähnten auch eine Episode, die beweist, wie dumm wir sein können, wenn wir unserer Wut freien Lauf lassen, und wie wichtig es ist, dass man sie fahren lässt. Mitten auf der Reise, irgendwo im Pazifischen Ozean, viele, viele Seemeilen vom nächsten Festland entfernt, streikte der Motor der Yacht. Die beiden Männer zogen sich ihre Overalls an, gingen hinunter in den Maschinenraum und versuchten, den Motor zu reparieren. Die beiden Frauen saßen oben auf dem Deck, erfreuten sich an den warmen Sonnenstrahlen und blätterten in Zeitschriften. Der Maschinenraum war brütend heiß und sehr eng. Den beiden Männern kam es vor, als ob der Motor mit Absicht gestreikt hätte und keinesfalls willens war, sich wieder in Gang setzen zu lassen. Große Stahlmotoren wollten sich nicht drehen lassen, kleine, aber wichtige Schrauben rutschten ihnen aus den Händen und fielen in irgendwelche unerreichbare ölverschmierten Tiefen, und es gab Lecks, denen nicht beizukommen schien. Aus Frustration erwuchs Irritation. Diese richtete sich erst gegen den Motor, dann aufeinander. Die Irritation verwandelte sich ziemlich schnell in Wut, die schließlich Tobsuchtsanfälle auslöste. Irgendwann schrie einer der Männer: »Jetzt reicht's, ich gehe!« Er war vor Wut so eingeschnappt, dass er in seine Kabine ging, sich wusch, sich umzog und seine Sachen zusammenpackte. Immer noch kochend vor Wut erschien er in seinem besten Anzug mit einer Tasche in jeder Hand auf Deck. Hinterher sagten die beiden Frauen, sie wären vor lauter Lachen fast über Bord gegangen. Der arme Mann blickte um sich und sah Meer, soweit das Auge reichte. Er konnte nicht weglaufen. Wohin denn auch? Da kam er sich wie ein Idiot vor und errötete vor Scham. Wortlos wandte er sich um und kehrte in seine Kabine zurück. Er packte alles wieder aus, zog sich um und kehrte in den Maschinenraum zurück, um dem Freund zu helfen. Er hatte schließlich keine Wahl. Denn wo hätte er schon hingehen können? Wie man einer Revolte Herr wird. Wenn wir begreifen, dass wir nicht wegrennen können, müssen wir uns mit dem Problem auseinandersetzen. Für die meisten Probleme gibt es Lösungen, die wir nur deshalb nicht sehen, weil wir in die falsche Richtung laufen. Die vorangegangene Geschichte endete damit, dass die beiden Männer den Motor der Yacht reparierten und beste Freunde blieben.
Der Rest der Reise verlief großartig und in bester Harmonie. Da wir in unserer Welt immer enger zusammenrücken müssen, ist es erforderlich, dass wir für unsere Probleme Lösungen finden. Wir können nicht mehr davonlaufen, weil es keinen Ort gibt, wo wir hingehen können. Und deshalb dürfen wir uns auch keinen großen Streit mehr erlauben. Mitte der 70er Jahre habe ich persönlich erlebt, wie eine Regierung einen Weg aus einer ungeheuren Krise fand, die Demokratie ihres Landes ernstlich bedrohte. Im Jahr 1975 fielen innerhalb weniger Tage Südvietnam, Laos und Kambodscha in die Hände der Kommunisten. Nach der Domino-Theorie, die von den Westmächten damals aufgestellt wurde, würde Thailand als nächstes Land fallen. Damals lebte ich als junger Mönch im Nordosten Thailands. Mein Kloster lag erheblich näher an Hanoi als an Bangkok. Und da Evakuierungspläne ausgearbeitet worden waren, forderte man uns auf, uns bei unseren Botschaften zu melden. Die meisten westlichen Regierungen zeigten sich letztendlich höchst überrascht, als Thailand nicht unter kommunistische Herrschaft geriet. Zu jener Zeit war Ajahn Chah schon sehr berühmt und viele Generäle und Regierungsmitglieder Thailands reisten zu seinem Kloster, um sich bei ihm Rat und Anregungen zu holen. Inzwischen sprach ich fließend Thai und auch das Laotische verstand ich recht gut, weshalb ich die Ernsthaftigkeit der Lage begriff. Militär und Regierung machten sich weniger Sorgen um die Rote Armee außerhalb ihrer Grenzen als um deren Sympathisanten im eigenen Land. Viele hochintelligente Studenten der thailändischen Universitäten waren in den Dschungel des nordöstlichen Landesteils geflüchtet, um dort eine einheimische kommunistische Guerillakampfgruppe aufzubauen. Waffen und Ausbildung erhielten sie von jenseits der thailändischen Grenzen. Und die Dörfer in den sogenannten rosa gefärbten Teilen der Region unterstützten die Aufständischen mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern. Diese jungen Menschen erhielten also Hilfe von den eigenen Landsleuten, und das wurde als immense Bedrohung betrachtet. Also arbeiteten das Militär und die Regierung Thailands einen 3-Stufen-Plan aus, um diese Krise zu meistern. Erstens Zurückhaltung. Das Militär griff die kommunistischen Basen nicht an, obwohl jeder Soldat genau wusste, wo sich diese befanden. Als ich in den Jahren 1979 bis 1980 ein Leben als Wandermönch führte und mich in die Berge und den Urwald zurückzog, um in Einsamkeit zu meditieren, lief ich gelegentlich Militärpatrouillen über den Weg, die mir Ratschläge erteilten. Sie deuteten beispielsweise auf einen Berg und rieten mir ab, dorthin zu gehen, weil sich dort die Kommunisten aufhielten. Dann deuteten sie auf einen anderen Berg und erklärten, dass es sich dort gut meditieren ließe, weil da ganz bestimmt keine Kommunisten herumzogen. Ich musste mich an diesen Ratschlägen orientieren, denn in jenem Jahr hatten die Kommunisten mehrere Wandermönche, die im Urwald meditierten, aufgegriffen und umgebracht, nachdem sie gefoltert worden waren. Jedenfalls wurde mir das so berichtet. Zweitens, Vergebung. Während dieser gefährlichen Epoche wurde eine bedingungslose Amnestie erlassen. Kommunistische Rebellen, die sich von dem Aufruhr lossagten, konnten einfach ihre Waffen abgeben und in ihre Dörfer oder an die Universitäten zurückkehren. Sie standen wahrscheinlich weiter unter Beobachtung, aber sie wurden nicht bestraft. Ein paar Monate nachdem Kommunisten im Karawang-Gebiet einen großen Jeep voller Thai-Soldaten in einen Hinterhalt gelockt und sämtliche Insassen umgebracht hatten, kam ich in ein Dorf dieser Gegend. Die jungen Einheimischen sympathisierten zwar mit den Kommunisten, aber sie nahmen nicht aktiv an ihrem Kampf teil. Sie sagten mir, das Militär habe sie zwar bedroht und belästigt, ihnen aber trotz allem die Freiheit gelassen. Drittens. Das Problem an der Wurzel packen. In jenen Jahren beobachtete ich, dass neue Straßen gebaut und alte neu gepflastert wurden. Jetzt konnten die Dorfbewohner endlich ihre Ernten zum Verkauf in die Städte bringen. Der König von Thailand überwachte höchstpersönlich den Bau von vielen hunderten kleiner Reservoirs mit Bewässerungssystemen, die den armen Bauern des Nordostens die Möglichkeit gaben, eine zweite Reisernte pro Jahr einzufahren. Der König bezahlte diese Anlagen aus seiner eigenen Tasche.
Selbst das entlegenste Dorf wurde an das Elektrizitätsnetz angeschlossen und mit dem Strom kamen endlich auch Schulen und Krankenhäuser in die Ortschaften. Die Regierung in Bangkok kümmerte sich intensiv um die ärmste Region Thailands und das brachte den Einheimischen allmählich einen gewissen Wohlstand. Ein Soldat von einer Militärpatrouille im Dschungel verriet mir einmal Folgendes. Wir müssen die Kommunisten nicht erschießen. Sie sind unsere Landsleute. Manchmal begegne ich ihnen, wenn sie von den Bergen herunterkommen, um sich im Dorf Essen zu holen. Und jeder von uns weiß, wer sie sind. Dann zeige ich ihnen meine neue Armbanduhr oder spiele ihnen einen Thai-Song aus meinem neuen Radio vor. Und dann kommt es schon vor, dass sie es nicht mehr ganz so toll finden, Kommunisten zu sein. Solche Erfahrungen haben tatsächlich zahlreiche seiner Kameraden auch gemacht. Die thailändischen Kommunisten hatten sich erhoben, weil sie über ihre Regierung wütend waren. Sie waren bereit, das eigene Leben zu opfern. Doch die Zurückhaltung seitens der Regierung entzog ihrem Zorn die Nahrung. Die Vergebung in Gestalt einer allgemeinen Amnestie zeigte ihnen einen sicheren und ehrenhaften Ausweg, bei dem sie ihr Gesicht wahren konnten. Dann packte die Regierung das Problem an der Wurzel und begann sich um diesen bisher sträflich vernachlässigten Landstrich zu kümmern und eine Infrastruktur zu errichten. Aus den armen Dorfbewohnern wurden relativ wohlhabende Menschen, die keinen Grund mehr sahen, die Kommunisten weiter zu unterstützen. Jetzt waren sie zufrieden mit der Regierung, die sie hatten. Und die Kommunisten begannen an der Notwendigkeit ihres Kampfes zu zweifeln und daran, ob es wirklich so sinnvoll war, sich der Mühsal des Lebens in den von Urwald bedeckten Bergen auszusetzen. Einer nach dem anderen lieferte sein Gewehr ab und kehrte zu seiner Familie, in sein Dorf oder an die Universität zurück. In den frühen 80er Jahren waren nahezu keine Rebellen mehr übrig und so gaben ihre Anführer ebenfalls auf. Ich entsinne mich an einen Artikel in der Bangkok Post, der von einem cleveren jungen Unternehmer handelte, der thailändische Touristen in den Dschungel führte, um ihnen die inzwischen verlassenen Höhlen zu zeigen, von denen aus die Kommunisten einst das Land bedroht hatten. Was geschah mit den Anführern der Rebellion? Fielen diese ebenfalls unter die bedingungslose Amnestie? Nicht nur das, sondern hier ging man sogar noch einen Schritt weiter. Die Anführer wurden weder bestraft noch des Landes verwiesen. Stattdessen bot man ihnen wichtige Stellungen in der thailändischen Regierung an. Schließlich verfügten sie über Führungsqualitäten, konnten schwer arbeiten und wussten, wie man sich um Menschen kümmert. Was für ein brillanter Schachzug! Warum sollte man solche Fähigkeiten verschwenden und auf derartig mutige und engagierte junge Männer verzichten? Das ist eine wahre Geschichte, die mir von Soldaten und Dorfbewohnern im Nordosten Thailands oft erzählt worden ist. Ich habe es selbst gesehen und mich davon überzeugen können, dass diese Geschichte stimmt. Leider ist woanders kaum darüber berichtet worden. Zur Zeit der Entstehung meines Buchs »Die Kuh, die weinte« dienten übrigens zwei einstige Führer des kommunistischen Aufstands als Minister der Thai-Regierung ihrem Land. Der Kniefall. Wenn uns jemand verletzt, müssen wir ihn nicht selbst bestrafen. Als Christen, Muslime oder Juden glauben wir, dass Gott für eine gerechte Strafe sorgen wird, nicht wahr? Sind wir Buddhisten, Hindus oder Sikhs, wissen wir, dass das Karma unseren Angreifer mit entsprechenden Maßregelungen versehen wird. Und wenn Sie der modernen Religion der Psychotherapie anhängen, wissen Sie, dass der Übeltäter wegen seiner Schuldgefühle eine jahrelange teure Therapie über sich ergehen lassen muss. Also warum sollten wir unbedingt selbst diesem Menschen zeigen, wo der Hammer hängt? Wenn wir uns klug verhalten, brauchen wir nicht als Scharfrichter aufzutreten. Wir genügen unserer öffentlichen Pflicht, wenn wir unsere Wut bezähmen und sie durch Vergebung erkalten lassen. Zwei westliche Mönche meines Klosters gerieten miteinander in Streit. Einer war ein ehemaliges Mitglied der US Marines, der im Vietnamkrieg an der Front gedient hatte und schwer verletzt worden war. Der andere war einst ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, der so viel Geld verdient hatte, dass er sich mit Mitte 20 zur Ruhe setzen konnte.
Es handelte sich um zwei kluge, starke und sehr zähe Typen. Eigentlich sollten Mönche nicht streiten, aber daran dachte in diesem Augenblick keiner der beiden. Sie standen sich Auge in Auge gegenüber und hatten die Fäuste erhoben. Mönche sollten eigentlich nicht zuschlagen, aber sie waren kurz davor. Mitten in einem grimmigen Meinungsaustausch fiel der ehemalige Offizier plötzlich auf die Knie und verneigte sich vor dem erschrockenen, einstigen Geschäftsmann. Dann blickte er auf und sagte: »Es tut mir leid. Bitte vergib mir.« Damit hatte ich einen jener seltenen Fälle beobachtet, bei denen eine Geste unmittelbar vom Herzen kommt. Solche Handlungen sind immer spontan und entspringen einer Eingebung, nicht etwa kaltem Kalkül. Man kann sie an ihrer Unmittelbarkeit und ihrer völligen Unwiderstehlichkeit erkennen. Der ehemalige Geschäftsmann brach in Tränen aus. Wenige Minuten später sahen wir sie als Freunde nebeneinander hergehen. So gehört sich das für Mönche. Positive Vergebung. Eine solche Form der Vergebung, höre ich Sie schon sagen, mag im Kloster funktionieren, aber wenn wir so etwas im wirklichen Leben zulassen, wird man uns nur ausnutzen. Die Menschen werden über uns hinwegtrampeln und davon ausgehen, dass wir zu schwach sind, um uns zu wehren. Da stimme ich zu. Eine solche Form der Vergebung ist selten wirksam. Man sagt ja auch, wer die andere Wange hinhält, muss gleich zweimal statt nur einmal zum Zahnarzt gehen. Doch die Thai-Regierung hatte mehr getan, als nur durch bedingungslose Amnestie Vergebung zu erlangen. Sie hatte sich des Problems an der Wurzel angenommen und der Armut etwas entgegengesetzt. Deshalb konnte die Amnestie auch wirkungsvoll sein. Ich nenne solche Vergebung positive Vergebung. Mit positiv meine ich, dass man wünschenswerte gute Eigenschaften auf positive Weise hervorruft. Vergebung bedeutet das Loslassen der schlechten Eigenschaften, die einen Teil des Problems darstellen. Es geht nicht darum, über diese nachzugrübeln, sondern darum, Initiative zu ergreifen. Stellen Sie sich vor, jemand bewässert in seinem Garten nur das Unkraut. Das würde bedeuten, die Probleme zu kultivieren. Überhaupt keine Pflanze zu gießen, stünde dabei für die reine Vergebung. Aber die Blumen, anstatt des Unkrauts mit Wasser zu versehen, veranschaulicht positive Vergebung. Vor etwa 10 Jahren kam am Ende einer unserer Freitagabendvorträge eine Frau auf mich zu. Soweit ich zurückdenken konnte, hatte sie an diesen wöchentlichen Gesprächen regelmäßig teilgenommen. Aber jetzt sprach sie mich zum ersten Mal an. Sie sagte, dass sie ein großes Dankeschön aussprechen wollte, nicht nur mir gegenüber, sondern allen Mönchen, die in unserem Zentrum unterrichteten. Und dann lieferte sie ihre Erklärung. Sie war 7 Jahre zuvor erstmals in unseren Tempel gekommen und gab zu, dass sie sich damals weder für den Buddhismus noch für Meditation sonderlich interessiert hätte. Ihr lag vor allem daran, aus dem Haus zu kommen, denn sie hatte einen gewalttätigen Ehemann und musste scheußliche Misshandlungen erdulden. Damals waren Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt noch sehr selten und nicht jedem zugänglich. Die Frau war dermaßen eingeschüchtert gewesen, dass sie sich nicht in der Lage sah, ihren Mann zu verlassen. Sie suchte unser Zentrum nur deswegen auf, weil sie da sicher war, wenigstens 2 Stunden lang nicht zusammengeschlagen zu werden. Doch was sie in unserem Tempel hörte, veränderte ihr Leben von Grund auf. Sie hörte zu, wie die Mönche positive Vergebung beschrieben und beschloss, etwas Vergleichbares an ihrem Ehemann auszuprobieren. Sie erzählte mir, dass sie ihm jedes Mal vergab, wenn er sie schlug, und ihren Groll damit losließ. Nur sie selbst weiß, wie sie das überhaupt geschafft haben kann. Und jedes Mal, wenn er etwas Freundliches sagte oder tat, ganz gleich wie nebensächlich, umarmte sie ihn, küsste ihn oder ließ ihn durch irgendeine andere Geste wissen, wie viel ihr diese Freundlichkeit bedeutete. Für diese Frau war überhaupt nichts selbstverständlich. Seufzend erzählte sie mir, dass sie 7 lange Jahre benötigte. Plötzlich traten Tränen in ihre Augen. In meine übrigens auch. 7 lange Jahre, sagte sie,
Und jetzt würden sie diesen Mann nicht wiedererkennen. Er hat sich von Grund auf verändert. Jetzt haben wir eine kostbare, liebevolle Beziehung und zwei großartige Kinder. Ihr Gesicht leuchtete wie ein Heiligenschein. Ich wäre am liebsten auf die Knie gefallen und hätte mich vor ihr verneigt. Sie deutete auf den Hocker, den sie in einer Hand hielt. Diesen hölzernen Meditationshocker hat er mir gestern als Geschenk überreicht. Vor 7 Jahren hätte er ihn nur benutzt, um mich damit zu schlagen. Ich schluckte den Kloß herunter, der sich in meinem Hals geformt hatte, und stimmte in ihr Gelächter ein. Ich bewundere diese Frau. Sie hat sich ihr eigenes Glück verdient. Ein sehr erhebliches Glück, ihrem Strahlen nachzuurteilen. Und sie hat ein Ungeheuer in einen liebenden Mann verwandelt. Sie hat auf großartige Weise einem anderen Menschen geholfen. Dies war ein extremes Beispiel für positive Vergebung. Und ich empfehle es nur denen, die danach streben, heilig gesprochen zu werden. Aber immerhin zeigt es, was man erreichen kann, wenn sich Vergebung mit der Ermutigung zum Guten paart.